Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Noch sind wir in Claw City zwischen Rizeros und Gastrodon, die hier kämpfen. Ich gehe mal besser weg, bevor mir was passiert. Aber es geht jetzt weiter auf Route 6 in Richtung Passbeck, heißt die Stadt, glaube ich. Genau, begib dich nach Passbeck. Und diese Stadt liegt wohl in solchen Ruinen. Ja, man sieht hier schon, es wird auf jeden Fall ein bisschen ja, trockener. Nach unten gucken kann ich leider nicht. Und wir sind auch noch auf der Suche nach Hop, denn dem geht es ja nicht so gut. Er wurde... Ah, verdammt. Wurde von Betis besiegt und wir wissen nicht, was mit ihm ist. Nur, dass er niedergeschlagen ist. Was bist du denn? Was für ein süßes Salanga. Nur seine niedlichen, müden Äuglein an. Wir sind deine größten Fans, Salanga. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier fein Haier machen kannst. Brüll doch nicht so verdammt. Oh Mann, diese Idioten. Hilf dich hier eben mal durch? Ich bin auch ganz leise, damit euer Pokémon nicht aufwacht. Ja doch, bitte sehr. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Hop, du lebst. Hey Dedo, komm, lass uns zusammen nach Passbeck gehen. Na, ihr gehört zu Team Yell, stimmt's? Wir müssen hier auch mal kurz durch. Nix da! Ihr seid Kinder und Kinder sind bekannt dafür, dass sie immer nur über Lärm machen. Außerdem habt ihr Challenge-Bänder. Das heißt, ihr seid Arena-Challenger. Tja, Pech gehabt. Arena-Challenger lassen wir hier erst recht nicht durch. Ihr weckt mit eurem Getrampel am Ende noch unser kleines armes Salanga auf. Ah, na toll. Die nächste Etappe der Arena-Challenge ist im Passbeck. Das heißt, wir müssen hier unbedingt durch, Delo. Dann kämpfen wir gegen sie. Du schreckst echt vor nichts zurück. Man merkt schon, Hop ist gar nicht mehr so vorlaut. Jetzt noch etwas lauter? Wollt ihr Salanga aufwecken, oder was? Aber deshalb mag ich keine Kinder. Komm, scheuchen wir sie weg. Tun wir es für Salanga. Oh, ich hätte auch gerne einen Salanga. Okay. Skunkapu. Ein Stinktier. Ach, das ist gar kein Doppelkampf. Oh, ist ja ein bisschen enttäuschend. Na gut. Unser Geradak sieht auch ein bisschen aus wie ein Stinktier. So, Bodycheck. Boah, macht das viel Schaden, aber das macht halt auch schon viel Rückstoß. Luftwolke, bitte nicht vergiften, bitte nicht, bitte nicht. Ne, das vergiftet sowieso nur, das macht gar keinen Schaden. Ah, ah. Ich hab doch keinen Gegend. Boah. Das viel abgezogen. Blöd, Mann. Ich glaube, 12% zieht Gift ab. Und Finalschlag, ja. Also dafür, dass dieses Kunkapu nicht wirklich angegriffen hat, habe ich sehr viel Schaden genommen. Ja. Geht noch weiter. Vielleicht auch ein Geradax. Hätte ich eine Kampfattacke, das wäre alles. Das würde alles viel einfacher machen. Noch so lange müssen wir einfach mit dem. Ja. Defensivwert und dem Gesteinstyp von Asano klarkommen, der. Schützt uns immerhin vor den Normalattacken dieses Geradax, denn die hauen ja ziemlich rein. Und es wird immer schlimmer. Okay, Nitro-Ladung. Oh. Also jetzt wird auch so ein Nachthieb schon wehtun. Ja, wir werden nicht schneller sein als dieses Geradax, das glaube ich nicht. Doch, sind wir schon. Okay. Ja gut, jetzt besiegt es sich aber selbst. Ja. Na gut, dann haben wir das immerhin geschafft. Und Markus erreicht Level 30. Boah, Spezialverteidigung steigt um 3. Ordentlich. Ich finde das selbst im Kampf ganz schön nervig. Ich hoffe, du hast auch gewonnen. Wie gehört dir, Delo? Nein, er hat nicht gewonnen. Er ist jetzt richtig in der Crisis. Ah, der Arme. Vor allem habe ich gerade auch ein Problem, weil ich komme auch nicht klar. Knaster bräuchte eigentlich... Oh, die Sonne scheint. Aber Knaster bräuchte hier eigentlich eine Top-Genesung. Das habe ich aber lange überlegt. Gut, hier dasselbe nochmal. Asano. Und dann ist nur dieses Kleopatra wird wehtun.
Gut, Nitro-Ladung. Nein. Oh, nicht Sandwirbel. Das gehört sich einfach nicht. Aber sie hat auch nur noch Cleopatra, mehr hat sie nicht. Ich werde nie wieder treffen. Mm. Doch, ich treffe. Gut gemacht, Asano. So. Ja, Level Up für fast alle. Asano Level 32. Jojo 31. Toxina 30. Und Knaster 29. Und Team Yell ist besiegt ein weiteres Mal. Sehr schön. Okay, dann... Toxin entwickelt sich. Oh, schade. Ich hätte es gerne noch so bis Level 40 als Baby behalten. Und ich könnte ja abbrechen. Aber nicht, wir gucken, was daraus wird. Reflex. Okay. Das Punk-Pokémon. Tiefform. Wenn es mit speziellen Organen in seiner Brust Elektrizität erzeugt, erklingen dabei Geräusche, die an eine Bassgitarre erinnern. Das ist ziemlich cool. Das fällt mir gut und das wird eine Attacke, ein Funkensprung. Okay. Ich will mir auch erstmal deine Werte angucken. Ja, Angriff ist ein bisschen niedriger als Spezialangriff. Aber ich sag mal so, du hast Heuler und Dreschflegel hier. Also, eins davon kann weg. Den Wangrubler würde ich ganz gerne behalten. Wegen der Paralyse. Das ist ein cooles Pokémon. Bisher, ja, ich glaube, mein Liebling hier in der Generation. Ah, was, wenn er lange vor diesem ganzen Lärm aufwacht? Bin ich gar kein Fan von. Komm, zieh mir die Leine. Edo, du und Geradax, ihr seid echt ein Wahnsinnsteam. Ach man, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Spätis mich so fertig gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Oh, Amahop. Man will einfach nicht aus dem Kopf, wie er am Ende dastand und sagte, er, okay, er ist ein er, dass ich eine Schande für meinen Bruder sei. Ich bin mir bei Betis nicht sicher. Wenn mich alle für einen Schwächling halten, fährt das irgendwann auch auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall, dass Delions Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Ja, er ist schließlich Delion der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, Delo. Bis später. Immerhin geht er Richtung Passberg und nicht zurück. Das ist ganz gut. Hallo, Salanga. Du da. Du bist der Trainer mit der Empfehlung von Delion, nicht wahr? Oh. Falsche Stimme, aber weiß es ja auch nicht vorher. Ich bin Papella. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Ligakarte. Die Ligakarte von Papella. Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Die war die Arenaleiterin, und ich glaube von Fair Valley oder Fair Valley. Wo wir auch einen Brief abgeben müssen. So, jetzt muss ich erstmal hier für Ordnung sorgen. Feuerheiler habe ich, aber kein... Ne, ich habe einen Hyperheiler. Erstmal hier sortieren, das ist ja furchtbar. Vitalkraut bringt mir da nichts. Energiestaub? Nee, ist auch nicht das Richtige. Spezialität würde auch noch gehen. Aber ich nehme den Hyperheiler, den kann ich ja auch irgendwann kaufen, dann ist alles gut. Trank werde ich aber nicht benutzen. Was gehört? Hier nichts. Sofort ein Trainer, na gut. Meine super süßen Pokémon wollen mit deinen Pokémon spielen. Ja, dann los. Schönheit Niam. Und sie hat ein Pipi. Na, wobei, da können wir gleich mal Toxel einsetzen. Nee, gar nicht mit Toxel. Sondern, wie hieß es? Griffex. Ah, ich bin ein bisschen traurig, dass es kein Toxel mehr ist. Toxel war so süß. Ich meine, Griffex ist richtig cool, ja. Schaut euch das an. Aber Toxel war so süß. Oh, Metronom. Oh, bitte nicht Erdbeben oder so. Klar, Limbrühe wäre sowieso eine Wasserattacke. Alles gut. So, Säure. Kriegt ihr einfach so Säure auf, Pipi.
Stachelfinale? Was ist das denn? Sah aus wie eine Giftattacke. Na gut. Nochmal Säure. Und Pixie, oh. Hätte ich mindestens dreimal treffen müssen. Ja. Ach, und du kannst nur Metronom oder was? Irgendwann kommt dir was richtig Schreckliches bei rum. Sorgensam ist auch nicht so schlimm. Ja, jetzt haben wir Insomnia als Fähigkeit und nicht mal Punkrock. Was auch immer das für eine Attacke war, für eine Fähigkeit war. Und jetzt passiert irgendwas richtig Schreckliches. Ich meine, ein Erdbeben und Heckel. Wow, dass du das mit Metronom machst, ist aber auch ein bisschen bitter. Ne, aber ein Erdbeben würde ja reichen, um Toxel oder Hyphex zu killen. Und zwar richtig. Aber so ist alles gut. Und Level Up für Set. Den haben wir jetzt schon so lange nicht mehr eingesetzt. Das tut mir auch ein bisschen leid. Und entwickelt sich. Oh, okay. Alle entwickeln sich heute. Nicht heute, sondern gerade. Hey. Marietelied. Marienkäfer-Satellit, alles klar. Das Sieben-Sterne-Pokémon. Indem es Psychokräfte ausstrahlt, erfasst es die Umgebung. Seine Observation umfasst dabei einen beeindruckenden Umkreis von 10 Kilometern. Cool. Was haben wir denn da? Oh, ein Iguana. Das ist cool. Normal, Elektro. Die Sonne scheint. Ja, ich mache jetzt das hier. Gut, Ladevorgang. Ja, lade dich ruhig auf. Ah, Trockenheit wirkt, ich muss aufpassen. Wegen dem Sonnenlicht nimmt Iguana Schaden. Schnell empfangen. Ja, Trockenheit ist eigentlich eine coole Fähigkeit, weil bei Regen wird es geheilt. Und es hat Immunität gegen Wasserattacken. Das hat es auch noch mit Parabolladung geheilt. Wird immerhin nicht sterben, aber Knaster ist besiegt worden. Ah, Mann. So, dann einmal Gesang. Goldwechsel, das bringt aber gar nichts. Und da schläft die Iguana auch schon. Bin nochmal verletzt, ja. Aber mit dem Schlaf und dem Superball sollten wir es jetzt fangen können. Auch weil jetzt Levelgleichheit besteht. Badam. Da ist es auch schon. Unser neues Pokémon. Das leider nicht ins Team kommt. Schade. Sind ja schon Level 31. Mann, das geht aber schnell bei dir. Das Generatoren-Pokémon. Es kann aus Sonnenlicht Elektrizität erzeugen. Unterbricht man es jedoch bei diesem Prozess, verliert es vor lauter Stress all seine Kraft. Oh, leider musst du auf die Box, es tut mir sehr leid. Was ist das? Das ist Makabaya? Oder wie heißt es? Doch, Makabaya. Aber das ist ein anderes Makabaya. Oh, verdammt. Und es ist immer noch so, dass... Boah, Level 33. Heftig. Und die Sonne scheint, also... Na gut, ich würde es mal versuchen zu fangen. Trickschutz. Das ist eine Galarform, oder? Ich meine, ziemlich eindeutig. Okay. Das wird aber jetzt richtig ätzend. Ich weiß nicht, was Trickschutz macht. Kann sein, dass dieses Makabai jetzt nicht
ein Statusproblem bekommen kann. Oh, Blick, jetzt kann ich auch nicht mehr fliegen. Das Problem ist, dass es einfach so hochgelevelt, dass ich da jetzt nicht so gut durchkomme. Also Gesang. Aber es wirkt, okay. Dann ein Superball. Ja, ich dachte mir schon, dass das nicht klappt. Und es ist aufgewacht. Ja, super. Hat sich ja richtig gelohnt. Nochmal Gesang. Hilft natürlich nicht. Nochmal Horrorblick. Bringt nichts. Nochmal Gesang. Nee, erstmal Trickschutz. Oh, haben wir jetzt Speed-Tie? Na gut. Ach man. Ja, nee, wir haben kein Speed-Tie, aber das ist halt eine Prio-Attacke. Das ist halt Schutzschild in speziell. Kann anscheinend auch mehrmals hintereinander eingesetzt werden. Okay, also Trickschutz ist dann eben nur für eine Runde gültig. Und hält sich nicht. Gut, dann verstehe ich diese Attacke jetzt, glaube ich, langsam auch. Das will ich dir aber auch mal fangen, Makabaya. Okay. Oh, das hätte ich eigentlich ganz gerne im Team, oder? Ich meine, ich wollte mein Team ja sowieso auf vielleicht so 8 Pokémon bringen. Und wenn das jetzt eine Galar-Form ist, ich meine, das ist es ja, steht ja auch da. Bodengeist. Okay, sogar ein Boden-Pokémon. Das haben wir ja auch noch nicht. Na gut, das heißt, dieses Pokémon sei entstanden, als eine verbitterte Seele Besitz von einer uralten Tontafel ergriff. Ein Spitzname? Nee. Naja, ich nehme dich nicht ins Team auf, tut mir leid. Du passt nicht in meine Planung rein. Was anderes geplant. Ist das ein Milzer? Ja, es ist ein Milzer. Gut. Na gut, ich mache das so wie immer, ne? Ich fange die Pokémon und schneide das dann rein. Das Sturmzahn-Pokémon Milza. Sie rammen sich spielerisch mit ihren Fangzähnen. Brechen diese ab, wachsen sie sofort nach. Kein Spitzname für dich. Und ab in die Box. So, ist hier noch irgendwas? Ja. Ein Maracamba. Und da sehen wir jetzt das Set das erste Mal in Aktion. Ich denke, das können wir auch ruhig zeigen. Im Kampf. Problem ist nur, meine ganzen Pokémon sind gerade besiegt. Das heißt, nach dem Kampf muss ich einmal kurz ins Pokémon Center laufen. Das Set gefällt mir sehr gut. Es sieht ein bisschen komisch aus, ja, aber nicht cool. Oh, Maracamba, du kannst nicht entkommen. Du wirst mir gehören und dann auf der Box landen. Ob du willst oder nicht. Ah, verdammt. Oh, ich dachte... Nein. Schnell anfangen. Okay, das war einfach. Und Level Up für Asano. So, da hätten wir das Kaktus-Pokémon. Es verstreut einmal im Jahr Samen, die jede Menge Nährstoffe enthalten und in der Wüste als kostbares Nahrungsmittel gelten. Aber damit kann es sich nicht fortpflanzen, denn das geht nur... Du kommst nicht ins Team, vergiss es. Das geht nur mit einem Ei, wie bei allen Pokémon. So, ich renne mal kurz ins Pokémon Center. Da bin ich wieder. Ein Ausweichen. Wobei wir ja mittlerweile auch nicht mehr overleveled sind. Wir sind ja sogar, unterleveled. Bin ich hoch. Und da kann ich sogar
angeln. Was gibt's denn hier in diesem kleinen Tümpel für Pokémon? Allerdings haben wir auch schon in der Naturzone einen Walmer in einem Teich gesehen, also artgerechte Haltung gibt es hier nicht. Für Carpador sowieso nicht. Wobei vielleicht dieser Tümpel für Carpador genau das Richtige. Allerdings habe ich Carpador noch nicht. Also fange ich es jetzt. Sofern es überlebt, was es aber tut. Ah! Carpador kann nichts tun, es ist einfach, ja, nicht stark. Hätte sich ja schon lange entwickeln können, aber scheinbar drückt es mal den B-Knopf. Und jetzt ist es im Team. Nee, nicht im Team. Aber im Pokédex. Jetzt habe ich Carpador hier. Nein, gerade das ist natürlich ein starkes Pokémon. Aber die Regel lautet nur neue Pokémon oder neue Formen. Kein Spitzname. Ich habe auch jetzt den Eintrag nicht gelesen. Ja, hol ich aber auch nicht nach. So, was ist denn hier unten? Das ist nochmal ein Iguana. Was ist denn hier in den, in den Fragezeichen? Rasladero. Resladero. Ich sag immer Rasladero, ich weiß auch nicht warum. Eine Frage. Nesta darf das nicht machen. Nesta wird dann nur sterben. Hornreigen, ja okay. Ja, Rasladero, wie ist das? Überlebst du einen Funkensprung? Wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann würde dann nicht mehr genug KP für den Wangrubbler bleiben. Wieso bist du nicht paralysiert? Was hast du getan, dass du nicht paralysiert wirst? Oh, Fehler. Was hat es eingesetzt, dass es nicht paralysiert wird? Den Schaden kannst du ja auch sparen. Hier, nochmal. Aber es wird tatsächlich nicht paralysiert, warum auch immer. Oh Mann. Ich hab's am Pokéball geworfen. Aber Resladero ist auch nicht so einfach zu fangen. Es hat nicht so eine gute Fangrate. Gut, ich versuche jetzt einfach mit dem Pokéball. Sind zwei Level höher. Das ist gut. Ja, klappt. Ja. Und Level 33. Quatsch. 30 für Knaster. Das Wrestling-Pokémon. Bevor es einem Gegner mit einer Spezialattacke ein Ende setzt, posiert es stets. Diesen Moment nutzt so mancher Gegner für einen Gegnerangriff. So, ab in die Box. Ein sehr cooles Pokémon, das auch ja, eine sehr coole Attacke beherrscht. Ist das da ein Diktri? Wenn das ein Diktri ist, will ich damit nichts zu tun haben. Aber Diktri ist in Ordnung. Das ist auch ein Diktri. Nee, das will ich nicht. Oh, Diktri ist mir zu heftig. Vor allem ist das Ding einfach tausendmal schneller als alles andere in der Pokémon-Welt. Außer vielleicht Ninjask. Und es ist sehr schwierig zu fangen. Ich versuch's jetzt einfach. Nachthieb, wieso Nachthieb? Das ist doch nicht sehr effektiv. Also wirklich. Wir müssen ja wohl was anderes im Petto haben. So, jetzt können wir einen Pokéball, einen Superball werfen, aber das bleibt nicht drin. Niemals. Okay, nevermind. Dann haben wir jetzt ein Diktri gefangen. Level für Juju und Set. Oh, vielleicht entwickelt sich Juju jetzt auf Level 32. Wäre möglich bei einem Starter. Maulwurf-Pokémon. Diese kraftvollen Dikta-Drillinge graben bis zu 100 Kilometer tief, als ob. Keiner weiß, was sie unter der Erde, wie sie unter der Erde aussehen. 100 Kilometer ist ziemlich, ziemlich tief. Ja, aber jetzt. Hier war doch noch irgendwas anderes. Hab ich das? Jetzt kommen wir heute wieder nicht so weit, wie ich gerne kommen würde.
Ja, ich würde sagen, Knaster bleibt vorne und kriegt Unterstützung von Set. Ja, doch, das sieht mir gut aus. In diesem Doppelkampf, den machen wir noch. Um Pokémon besser verstehen zu lernen, ist es auch wichtig, Kämpfe auszutragen. Zeit für eine ärztliche Untersuchung. Zwei Ärzte also. Die Mediziner Edward und Gabriela fordern dich heraus. Gladiantri und Togetic. Ja, da habe ich jetzt nicht die besten Pokémon für ausgewählt. Meine. Ja, gut, für Togetic ist das in Ordnung. Und Kiefertrutz trifft beide. Auch in Ordnung. Auf Gladiantri ist das sogar normal effektiv. Das ist ganz gut. Ah, aber Sieges. Na, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja, die Zorn. Okay, die Zornklinge geht immerhin nur auf Set. Aber ich glaube, Set ist jetzt erledigt. Okay, nicht ganz. Ja, gut. Ich will das Gladiantri besiegen, vor dem habe ich jetzt richtig Angst. Ja, es sollte auf jeden Fall reichen. Ah, du triffst auch nur zweimal. Du machst auch nur das nötigste, Knaster. Ja, aber Gladiantri ist besiegt. Und Togetic wird nochmal geschwächt. Gut. Soweit zumindest. Ein Level Up. Nochmal Antikraft. Bitte, bitte nicht. Nicht besiegen. Es hätte ja ein Volltreffer sein können, dann hätte es gereicht. Aber ohne Volltreffer reicht es eben nicht. So, Konfusion. Da hat dieses Togetic keine Chance. Ich glaube, es hat sowieso keine Chance. Insgesamt auf jeden Fall nicht. Togetic ist besiegt. Und damit haben wir die Mediziner besiegt. So, Level für Knaster. Und für Toxina, die jetzt Toxin lernen möchte. Gerne doch. Beim Gift-Pokémon trifft Toxin immer. Und ist natürlich so eine sehr gute Möglichkeit, unseren Gegner auszustallen. Ah, wenn meine Pokémon verletzt werden, dann mache ich mir mal unheimlich viele Sorgen. Mich interessiert brennend, was die Stärke von Trainer und Pokémon eigentlich ausmacht. Irgendwann wirst du es vielleicht erfahren, wenn du besser wirst. So. Ja, ich sehe schon, hier kommt noch einiges auf uns zu, dieses Gebirge. Ist relativ hoch. Das kommt dann im nächsten Part. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr seid dabei und bis dahin wie immer alles Gute.